Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal im Mr. 19 Challenge Projekt mit dem. Ich möchte eigentlich nicht erwähnen, aber muss ich. Mit dem Chrissy Gaming. Moin. Kannst du widersprechen? Naja, es geht. Was ist denn los? Soll ich mal zu dir runterkommen, dich mal trösten? Na, geh ins Weg. Ey, ich fahr grad mit meinem coolen neuen Johnny. Was für ein Johnny? Nolan, mein. Ja, Leute, falls ihr es noch nicht wisst, ich habe den gewonnen, von der Challenge, die ich gewonnen habe. Der Mikrofon knistert etwas. Wirklich? Jetzt immer noch. So, Leitlan, ihr werdet euch bestimmt fragen, was da für ein cooler neuer Traktor steht. Und zwar steht da jetzt ein neuer 681er Deutz, den haben wir jetzt auf mein Konto übergeschrieben. Und ja, schreibt es gerne einmal in die Kommentare, ob euch der gefällt. Mit so einem dicken Reifen drauf da, wo sind da für eine drauf? 1250er mal 50 R230er Mieters. Oh! Was war das jetzt? Scheiße! Das nennt man Karma. Nein, ich hab's doch! Falsche Richtung. Gibt's nicht! Einmal mit der Karre hier am Fahren. So, nee, red weiter, alles gut. Und im Wald. Jo. Ey, warum? Ey, du bist so ein Penner, warum fährst du mein Egger wieder hoch im Wald? Hey, ich bin in deinen LKW nie eingestiegen. Das einzige, was ich gemacht habe, war in der Aufnahme hochgefahren. Laber doch nicht, ich bin nicht am eingestiegen, Alter. Wollen sie den Abprüfdings machen, Alter? Ganz ruhig machen. Ja, übrigens, da ist irgendeiner in dein Feld reingefahren. Das war nicht ich, jetzt mal. Really. In dein Weizenfeld. Oh! Das ist übrigens schon erntereif, genauso wie deine Soja-Bohnen. Ich weiß, das wollte jetzt gerade der Melu in Auftrag geben. Ach, tut mir leid, das ist schon reserviert. nee, mach du. Grüß Gott. Moin, nee, jo. Und zwar würde ich gern was in Auftrag geben. Jo, was ist los? Und zwar meine Felder ernten. Ja, kann ich schon losfahren. Und hey, zwar wäre das die 25? 25? Machen wir die unten noch? Ach, tolle, jo. Und einmal die 55 ernten. Mhm. Mach mal. Was? Stellst du wieder LS bei wie selber hin oder auch nicht? Ja, mach ich dann. Gut. Wo fangt's denn an? Das ist egal. Sag's mal Bescheid, damit ist da dumm ist. Wir machen 25. Okay, passt. Mohi. Jo. Danke. Jo. Ciao. Ciao. So, Bade LU im Mitarbeiter sind nochmal bei mir eingestellt. Jetzt kommt der kranke Straßenfahrer da. Mit seinem grau. Oh, mein Gott. Komm, lass ich drücken. Mit seinem grausigen Fahrzeug da, was er da geschenkt ja hat. Guck mal, wie. Wie viel hat denn da der grausige Karre PS? Rund 310. Lol. Mein Deutsch hat 200. Herz. Ist ja auch meiner gewesen, mal. Oh, mein Johnny hat 260. Mein MAN hat 500. Alter, er vergleicht an LKW mit einem Ding, ich glaube. Ja, alleine mein Traktor hat diese wieder mehr. 310 läuft, ey. Ach ja, ein LKW. Joints und noch ein Holland, ey. Geil. Der LU-Mitarbeiter hat mir als Großpreis 150.000 überwiesen. Ja. Ja, ich weiß, es war jetzt kein Scherz. Ist klar. Gehen's doch selber ab und fragen sie. Ja, wenn die Leonard ist. Ich frag das jetzt mal nach. Jo, leider haben wir die Challenge verloren und ja, jetzt machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben. Ich habe jetzt dem LU eben einen Auftrag gegeben, 25 und 55 zu ernten. Jetzt stellen wir gerade den Abfahrer zu Feld 25, da fangen sie nämlich an. Und ja, da machen wir da weiter.
Die Gegner sehr grausige Karre. Und ja, da sind wir eben wieder. Stellen wir einmal da ab. Machen wir da einmal weiter. Wie schaut es denn bei den Tieren aus? Ja, so haben wir mal genug. Und jo. Irgendwas düngen oder so. Nochmal düngen. Hä? Wo ist denn der Kollege? Hä? Warte jetzt mal kurz. Ah, der ist noch da mit Pflanzenschutz. Haben wir da das letzte Mal hingestellt und jetzt machen wir da weiter. Mit Düngen. So, ich weiß zwar nicht, wo der andere Herr Kollege ist. Ah, der ist noch beim Dings unten. Und ja, das machen wir jetzt da weiter. Aber grüß Gott. Jetzt mal. Ey, ja, Chris. Wir haben gerade ein sehr wichtiges Meeting, Kollege. Können Sie sich bitte wieder nach oben verziehen? Ey, da ist doch genauso damit beteiligt, der Herr. Achso, wir brauchen mal Rechte. Oder haben wir? Nee, haben wir. Gut. Habt ihr davon? Brauchst du Stroh? Ja, Alter, ein Strohblick. Und die hätte noch einen Auftrag für euch. Ja. Und zwar meine ganzen Wiesen abmähen in Schwarterblocke, bitte. Ah, okay. Ah, okay, gut. Alter, wie ist das die Kacke? Aber die Rechnung schreibst du auf einen LS-Profi, weil der hat früher damals meinen Traktor beschädigt. Da ist man noch 80.000 schuldig. Hier, der LS-Profi behauptet, du hättest uns bestochen, dass wir dir mehr Geld geben. Du hast ihm zwei Bierkästen gegeben und hast du Geld bekommen, oder was? Aber doch nicht. Genau, ne? Ja, weil ich gesehen habe. Ich weiß mal gar nicht. Ich habe LKW mit dem Gabelstapler. Ja. Recht doch nicht. Ja. So machst du es also, oder was? Ich mach gar nichts. Ich nicht gedacht von dir. Ich ruf jetzt meinen Anwalt an, ich sag gar nicht meinen Anwalt gar nichts. Okay. Chrissy macht schon alles richtig. Der weiß, was so viel gekriegt hat. No? Da kann ich rumheulen, wenn du einen Traktor gekriegt hast, der mehr Wert hat und mehr PS. Ich find's aber einfach nur lächerlich, als Trostpreis so viel Geld zu bekommen. Na, das kann dich doch nicht angehen, sei doch froh, dass du irgendwas gewonnen hast. Doch, besiegt hast. Dass ich froh sein kann, ja, das ist ja das eine, aber es geht hier halt darum, wer hier der König von Geisesberg wird, oder geht es um jeden Pfennig? Du sicherlich nicht, ja, das ist wenn dann schon das LU. Nee, jetzt ist mal dahingestellt. Aber wie sieht's denn aus mit. Ja? Wie sieht's denn aus mit meinen Aufgaben? Wie weit seid ihr denn da? Sei fertig. Wenn das fertig ist, würde ich gerne mal die insgesamt
den insgesamten Preis von allen Aufgaben, die ihr gemacht habt, mal bitte wissen. Weil dann müsst ihr da. Millionen. Hä? 10 Millionen ist es kein Ding. Da muss dann nur der Chris überwiesen. Also Chrissy, 10 Millionen dann bitte für ZLU. Danke dir. Und vielleicht ein bisschen Trinkgeld, das ist ein bisschen wenig. Oh Mann, ey. So, nee. Sehe, wer ist hier vorne gerade am Pflanzen? Spritzen. Chrissy! Meister! Ist das eigentlich Standard, dass der immer so rumpennt? Keine Ahnung, Alter. Hallo! Wer ist denn hier am vorbeigefahren, Alter? Ja, ich bin gerade vorbeigelaufen. Nee, er ist aber voll reingefahren. In den Kuhhofen und dort und hier und da. Wollt ihr jetzt einen Anwalt oder was? Hast du Feld 43 auch schon? Nee, das muss so gespritzt werden. Angesät ist hier oben, glaube auch schon. Einwandfrei angesät ist auch schon hier oben. Top. Okay. Ja, mein halt ein zuverlässiges LU. Ja, finde ich auch gut so. Hä? Ja. Was ist denn der Grissi? Wir sind mich verarschen. Wir gehen jetzt aber auch wieder hoch. Hier. Jo. Ciao. Auf jeden Fall, sagen Sie mir Bescheid wegen der Rechnung, wann Sie das abgerechnet haben. Ja, machen wir. Jo, machen wir so. Danke Ihnen. Bitte. Und wenn Sie. So, Leute. Grüezi. Hallo? Leute, ich weiß nicht, was mit dem Chrissy los ist. Keine Ahnung. Und ich weiß nicht, was mit meiner Facecam schon wieder los ist. Sie ist übelst dunkel. Ich muss da vielleicht mal was machen. Ich mach da gerade mal was. Überlichtet. Das schmeckt doch. Auf jeden Fall, Roman, das schmeckt. Keine Ahnung, warum die Facecam so scheiße ist. Ich könnte schon wieder kotzen. So, machen wir so. Aber ich weiß gar nicht, warum mein Gegner nicht mehr redet, Leute. Muss ich ja nicht sagen. Finde ich ein bisschen enttäuschend. Aber was wir machen können... Chrissy! Was macht denn der Typ, Junge? Will mich hier irgendwie rollen? So, ich steige jetzt aber erstmal hin. So, meine lieben Freunde, das war's auch wieder mit der Folge. Schaut's meinen lieben Gegner vorbei, denn nix mehr mein lieber Gegner ist. Und ja, schaut's zur nächsten Folge wieder vorbei und bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.